An der Ruhr, 6 Boote haben das Rennen aufgenommen. Draußen auf der Bahn 6 der gelbe Drache, MBI, dann daneben in Orange. Die CDU Mülheim auf der Bahn 5 und nochmal dunkel-orange die Pirate Party auf der Bahn 4. Die Grünen in ihren grünen T-Shirts auf der Bahn 3. In Rot die SPD Ruhr-Wikinger und hier unten unter Land auf der 1 FDP Liberalix. Einen guten Vorsprung herausgefahren, genau entsprechend dem Bundestrend, die SPD Ruhr-Wikinger in Rot. Schon eine gute Länge Vorsprung zur Hälfte der Distanz. Aber auch nicht minder schlecht hier unten auf der Bahn 1. Die FDP Liberalix. Das Boot hat sich an die zweite Stelle geschoben und um Platz 3, da wird nochmal gegangen. Zwischen der 3 und der 5, zwischen dem Bündnis 90, den und der CDU. Wer wird drittstärkste Kraft bei diesem Rennen? Die SPD, Ruhr-Wikinger, im Ziel. Ihre Führungskraft bis zum Ende der Strecke. Liberalix auch im Ziel, alle anderen auch. Wir warten auf das offizielle Ergebnis durch erfahrenen, kompetenten Zielrichter unter Hightech-Zeitnahme.